Hey Leute, ich grüße euch zum dritten Part von Super Mario 3D World. Ich will mal Land sagen, weil Land ist ein ganz anderes Spiel, das ist nämlich, das ist ein 3DS. So, heute begeben wir uns mal auf das Abenteuer mit der Peach. So, und ich habe hier gesehen, hier kann man rein. Ah, hier gibt es wieder Geschenke. Okay, ja. Wir können ja nur zwei Items tragen, aber sollte okay sein. So, wir können jetzt erstmal speichern. Ab in die zweite Welt. Und wenn ich auf die Karte gucke und hier drauf gucke, haben wir alles. Ja, sehr schön. Alles erledigt in der ersten Welt. Und ab in die Glasröhre. Hallo? Rein da, Peach. So, das ist die nächste Burg. Da müssen wir hin. Und okay, und wir speichern schon wieder. Keine Ahnung warum. So, drei Sterne, Stempel und Flagge. Alles dabei, was wir brauchen. Holen wir das auch mal. Zack. Wo gehen wir lang? Wo gehen wir lang? Wo gehen wir lang? Wo gehen wir lang? Besten denkt man nichts übersehen, ne? Schön, nochmal Katzen Peach. Und da haben wir auch nichts übersehen. Haben wir den ersten Stern. Und dann haben wir einfach Power. Okay, es sieht so aus, als ob man noch runtergehen könnte, aber ich glaube eher weniger. Komm, weg da. Warum ist hier so. Ja, wieso ist das so? Weil man hier hochgehen kann. Eine goldene Röhre. Es gibt nur für Money, glaube ich. Ne? Ja, ich weiß nicht. Lief gut, oder? Und zack. Okay, ne, da waren wir schon. Okay, hier haben wir noch ein Item. Brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Und durch da. Ja. Nein. Das ist eigentlich. Egal, hier haben wir noch. Okay, ich dachte, das sind grüne Münzen. Ja, eine normale. Ist hier ein Stern? Ne, ist der Stempel, okay. Okay, den Stempel habe ich schon mal gesehen. Der ist einfach auf dem Weg. Ah ja. Also das Schweben. Naja, ist Gewohnheitssache. So, ganz in Ruhe. Stopp. Und dafür den ganzen Aufwand, ja? Oh, okay. Und hier? Da ist nichts mit. Okay, was hier mit? Das ist auch nichts. Ja, okay. Extra Zeit. Hier ein Shorter Glider, richtig fett Kohle. Also keine Ahnung, was mir das bisher gewinnt, aber.
Okay, das bestimmt wir. Wir hätten das Ziel, aber hier können wir noch lang, also wird hier auf jeden Fall irgendwas sein. Hier, er gibt uns das, ne? Ja, natürlich gibt er uns das. Okay. Also mit Peach kann ich ganz schlecht spielen. Ich finde dieses Schweben, das stört mich extrem beim Springen. Also wenn wir gleich den Charakter hier wechseln. Wobei es ja auch um zu hilfreich sein könnte. Zum Beispiel hier jetzt. Welt 2-1 erfolgreich zu 100%. Level beendet. Und da kriegen wir einen Mario-Stempel. Na Leute, ich würde mal sagen, hier läuft, oder? Läuft's hier? Ja. Gut, wir dürfen uns zwei Wege entscheiden und unten ist noch so ein... Ja. Nie gedöns. Ne, kein Interesse dran. Sind uns wieder viel zu viele Meldungen, die hier rumhuschen. Warum lassen wir das? Wir geben uns ihnen 2 von 2. Und ändern den Charakter auf Toad. Ah komm, Toad. Zieh auf die... Auf die irgendwas, okay. Ah, okay, da müssen wir hier drauf drücken. Wow. Toad ist echt schnell. So. Okay, neuartige Goombas. Komm her. Po. Das ist so ein Geheimnis, wie das geleuchtet hat. Da haben wir den Stempel. Gucken, ob wir hier noch was kriegen, wenn wir die töten. Ne. Ah, dann haben wir den ersten Stempel. Also den ersten, den einzigen, aber... Naja. Ihr wisst, was ich meine. Oh, okay. Jetzt muss ich mal unten auf meinem Bildschirm auf die Dinger drücken. Ätzend, dass sie wieder weggehen. So, brauche ich noch mehr? Ne. Gut. Ah, ist das angesprochene Puste wieder. Okay, wir haben den Stempel und wir haben die erste Münze. Cool, ich kann hier einfach wegpusten. Wenn ich puste, sehe ich sogar noch mehr in dieser unsichtbaren Blöcke. So. Okay, da hinten die Wolke, jetzt wird vermutlich entweder die dritte oder zweite Münze sein. Das ist schon nämlich wieder so ein Parcours. Und mit Toad sollte es ja jetzt super laufen. Der ist ja für Geschwindigkeit bekannt. Und das ist der zweite, okay. Also läuft das Level optimal für uns. Da spricht man von optimal und dann wird getroffen. Da läuft der Pilz schnell hinterher. Hehe, hab ich schon gesehen.
So. Oh yeah, 100% wieder an diesem Level. Das Gepuste und das Geduld, ja. Das ist nicht so leicht. Zu zweit war es einfacher, da konnte einfach der andere Mitspieler einfach laufen, während ich geduckt habe. Naja. 30 Sterne. Ach, da wunderbar. So, jetzt kann man da auch hoch. Naja, irgendwas mit Mikrofon. Interessiert doch keinen. So, gehen wir, ne, wir gehen nicht in die Röhre, wir gehen jetzt erstmal hier rein. So, wechseln wir wieder auf Mario. So, Schattenspiele. Schattenspiele. Ach, stimmt, das waren die. Ah, diese Piranha-Pflanzen aufheben konnte. So, durch den Schatten sieht man, dass hier hinten ein Stern ist. Ah, sieht auf jeden Fall echt cool aus mit den Schatten so. Unsere Piranha-Pflanze ist wirklich schnell. Die frisst einfach alles auf. So, wir haben den ersten Stern. Also den Schatten an der Wand sieht extrem genial aus. Und wir dürfen sie nicht mitnehmen. Oh. Oh. Jetzt sind wir in Schatten. Da unten ist der Stempel. Ich komm stehen. Nein, komm her. Ja, kaputt hauen, sehr gut. Nix da. Warte, ich gerade beißen. Okay. Jetzt brauchen wir auch nicht mehr. Gut, Stempel, ein Stern. Nein! Oh. Soll ich jetzt hier hinten rankommen? Ich weiß nicht, ob ich das. Sieht so aus, als ob ich damit die Pflanze irgendwie kaputt machen muss. Mal gucken, wenn wir hier reingehen und wieder raus. Okay, ne, die Pflanze steht da auch noch. Ja, okay, ich konnte durchspringen. Ich habe dadurch Leben verloren, aber. Aber wir haben den zweiten Stern. Wir haben leider durch den Power-Up verloren, aber gut, dass ich noch eine Katze habe. Das war knapp und schnell. So, hier ist doch noch was. Der hat Angst vor Bowser. Hast du Angst vor Bowser? Aber jetzt mal den dritten Stern. Ja, sauber. Leute, das läuft doch wieder, das läuft doch wieder, das läuft doch wieder. Jetzt müssen wir hier hochgehen. Hier oben ist eigentlich gar nichts Besonderes. Und die Fahne haben wir auch erreicht. Oh yeah. Und wenn das so weiterläuft, bin ich sehr zufrieden. Wenn ich öfter spielen muss. Und da können wir uns nochmal schön unsere Stempel angucken. Wunderbar, wunderbar sehen sie noch aus. Hübsche Stempel. So, und ein Casino. Das ist ja ein Zelt, das brauchen wir eigentlich nicht. Wir haben ja Items. Aber die Röhre können wir mal reingehen. Ein Pilzhaus. Ja, okay, jetzt sind wir einmal hier. Jetzt benutzen wir das Pilzhaus auch. Immerhin für ein zweites Item. Und das ist ein Pilz. Unser zweites Item. Super.
Wofür war denn nochmal? Was macht nochmal das Zelt? Oder hatten wir überhaupt schon ein Zelt? Ah, ich glaube, ich gehe noch. Ja, okay, komm, wir gehen mal ins Zelt. Ich weiß gerade ganz schön, was das Zelt macht. Ich weiß nicht mal, ob wir ein Zelt schon hatten. Ach, ein Zelt gibt uns einen Stempel. So eine kleine Fee. Gut, dass wir reingegangen sind. Ich dachte, das gibt uns irgendwie Items. Aber nein, so ein Zelt gibt uns eben einen Stempel. So, hier können wir uns jetzt auch ein Leben abholen. Sollten wir mal langsam die 999 anstreben. Und 10, ja, wir kriegen ja wirklich gar nichts. Die Kirche. Und speichern. So, ab ins nächste Level. Können wir das auch schon machen? Ja, könnten wir es auch schon machen. Aber wir starten erstmal hier mit. Immer schön in der Reihe nach. Welt 2 von 4 über die Kullerhügel. Kullerhügel. Hier sieht alles so offen schon aus, dass hier irgendwo was ist. Ja, Mario. Gut, dass wir Mario gewählt haben. Ich hätte das Level jetzt nochmal spielen dürfen. Gut, dann haben wir den Stempel schon mal. Sehr nice. Das ist der Vorteil, wenn man mit 3 Leuten spielt, dann ach, mit 4 Leuten natürlich. Dann hat man jeden Charakter dabei. Oder kann man vielleicht im Spiel. Ne, im Spiel kann man nicht wechseln. Und ja, so eine erste Stunde haben wir auch noch. Okay, ich denke nicht, dass jetzt noch irgendwas ist. Außer eine Katze. Also ich erwarte jetzt nicht, dass jetzt hier direkt noch was ist. Wir haben jetzt gerade den Stempel und den ersten Stern bekommen. Ja, okay, komm, gekonnt abgekürzt. Nein, 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 nein. Zu spät gepustet. Ich hoffe mal, dass wir nicht den zweiten Stern irgendwie so verpasst haben. Ah, und auch den letzten haben wir es nicht geschafft, ne? Oh. Du dämlicher Gumba. Ist das überhaupt ein Gumba? Sieht zumindest so aus. Also ähnlich wie ein Gumba. Ich meine, er braucht 2 Treffer, um zu sterben. Das ist auch nichts. Dann ab in die Röhre. Ach, ich mir auch schon gedacht, dass hier eine Nähe nichts ist, ne? Weil seit am Anfang schon 2 Sachen waren. Ah, da oben ist was. Münzen. Und das war's, okay. Auch versucht, das kaputt machen könnte. Funktioniert aber nicht, okay. Okay, der Fall zeigt nach da, die müssen wir erstmal hier rein. Nein! Ah, oh, die sind so dumm. Boom! Zweiter oder dritter Stern? Zweiter, 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 zweiter. Yeah, der zweite. Gut, dass ich irgendwie keine Zeitbegrenzung hatte. Weil das lief echt nicht gut für uns. Hallo? Oh, oh, nein! Nein! Nein, oh, nein, ey, komm. Ach,
So. Oh, da unten war doch was, ne? Das kannte ich doch nicht, das Geheimnis. Okay, wir haben alles in der. Ich kann das Level mal langsam beenden. Da sagt man es gerade und dann kommt das Ziel auch. Sehr schön. Und direkt an die Fahne auch gesprungen. Aber mit Katzenmauer sollte es auch immer kein Problem sein. Bala. Er sagt. Miau. Oh ja. Level beendet. Und wir kriegen wieder einen Mario-Stempel. Mm-mm-mm-mm-mm-mm. 36 Sterne. Und Level complete. Oh, ein Gegner. Ja, drücke B um roten Bildschirm an. Achso, ja, damit kann das weiß ich ja schon. Speicher abgeschlossen. Gut, Leute, dann geht's im nächsten Part weiter. Bis dahin und ciao.